Die Schleierlinge sind eine Pilzgruppe, welcher der Ruf vorauseilt, dass sie echt knifflig zu bestimmen sind. Es ist die artenreichste Gattung bei uns in Mitteleuropa, zu der echt viele richtig schöne, toll anzusehende Pilze gehören. Zu den Schleierlingen gehören auch einige tödlich giftige Lamellenpilze. Deshalb ist es wirklich gut, wenn man die Schleierlinge kennt, wenn man sie erkennen kann. Dann kann man die giftigen Schleierlinge auch nicht mit essbaren Pilzen verwechseln. Aber die Schleierlingsbestimmung macht auch richtig viel Spaß. Und es gibt auch einige interessante Speisepilze bei den Schleierlingen, wie zum Beispiel die Art hier neben mir. Dieser Schleierling ist essbar. Hallo und herzlich willkommen hier bei Probieren geht über Studieren. Ich bin Mario und wenn man hört, alle Schleierlinge sind so schwierig, ja, dann denkt man sich, dann kann ich mich ja nie mit denen beschäftigen. Ich sehe das anders. Ich möchte dir Mut machen, dass du dir die Schleierlinge mal näher anschaust. Das sind wirklich tolle Pilze, die tolle Gerüche haben, die tolle Farben haben. Natürlich sind sie auch nicht einfach, aber mit den richtigen Hilfsmitteln kommt man dann auch schon relativ weit. Das Video ist so aufgebaut, dass ich dir zunächst mal vorstelle, wie du einen Schleierling erkennst. Dann schauen wir uns an, welche Schleierlingsgruppen es gibt, welche davon tödlich giftig sind. Und zum Schluss schauen wir uns auch einige interessante Speisepilze bei den Schleierlingen genauer an. Und wir starten direkt mal durch und schauen uns das Prachtexemplar hier neben mir mal genauer an. Diejenigen von euch, die mein Video zu den Lamellenpilzen gesehen haben, findet ihr hier in der Ecke, die wissen, dass es bei der Pilzbestimmung vor allem darauf ankommt, wie sieht die Fruchtschicht aus, wie sieht die Hutunterseite aus. Hier haben wir Lamellen und bei Lamellenpilzen ist ja die Farbe des Sporenpulvers ganz entscheidend für die Gruppe. Hier habe ich euch jetzt mal verschiedene Altersstadien von diesem Pilz mitgebracht und wir sehen, bei diesem ganz alten Exemplar haben die Lamellen eine rostbraune Farbe, während sie bei dem Mittelalten hier so ein Ockerrost haben. Bei den ganz Jungen geht es fast in so ein cremeviolett, ockerlich, also sogar sehr hell. Daran merken wir, es ist wichtig, dass wir uns die Schleierlinge in verschiedenen Altersstadien anschauen, um sie auch sicher erkennen zu können. Hier bei dem ist es jetzt zweifelsfrei. Also wir haben rostbraune Lamellen. Im Lamellenvideo habe ich auch erwähnt, dass es bei den Lamellenpilzen ganz wichtig ist, sich die Lamellen anzuschauen, also ob sie angewachsen sind am Stiel oder ob sie frei sind. In meinem Fall sehen wir, dass die Lamellen den Stiel erreichen. Sie machen da zwar so einen kleinen Knicks, aber trotzdem erreichen sie den Stiel. Da ist keine Lücke zwischen Lamellen und Stiel. Also wissen wir, okay, angewachsene Lamellen. Und wenn wir wissen, er hat angewachsene Lamellen und rostbraune Sporenpulver, dann sind wir direkt schon bei den Schleierlingen. Das kann sonst nichts anderes sein. Das dritte Supermerkmal, um Schleierlinge zu erkennen, ist tatsächlich dieser Schleier. Wir sehen jetzt, dass hier so ein dünnes Häutchen über die Lamellen dieses jungen Pilzes gespannt ist. Das ist der sogenannte Schleier. Der schützt den jungen Pilz vor Fressfeinden, der möchte sich ja verbreiten in der Fruchtschicht, in den Lamellen. Und dann will er nicht, dass da schon Räuber reingehen und sich da gemütlich satt fressen. Deswegen schützen die Schleierlinge ihre jungen Fruchtkörper mit diesem Schleier. Wenn der Schleier schon älter ist, dann sieht das so aus wie hier. Dann sind da so Hautreste noch am Stiel dran. Und die sind jetzt schon durch das Sporenpulver rostbraun gefärbt. Jung ist ja die Farbe dieses Schleiers hier weißlich-violett. Aber im Alter färben sich diese Reste dann durch das Sporenpulver rostbraun. Hier bei diesem etwas älteren Exemplar sieht man den Schleier sogar noch am Hutrand. Da ist noch so ein Stück übrig von diesem Schleier. Das könnt ihr hier sehen. Ja, da ist dieses Häutchen noch. Also da muss man wirklich genau gucken, dass man das wirklich sieht. Aber auch solche Feinheiten machen die Pilzbestimmung ja erst so spannend. Die Schleierlinge, also die Gattung Cortinarius, ist in Deutschland die artenreichste Gattung überhaupt. 500 Pilzarten gibt es in dieser Gattung. Weil bei so einer Riesengattung niemand den Überblick behalten kann, wurde die Gattung in verschiedene Untergattungen aufgeteilt. In die Klumpfüße bzw. in die Schleimköpfe. Das ist ein Vertreter, den wir hier haben. Dann gibt es noch Dickfüße, Gürtelfüße, Rauköpfe, Hautköpfe, Wasserköpfe. Und die Schleimfüße. Das hört sich im ersten Moment ziemlich wüst an, aber man kann diese Gruppen ganz gut unterscheiden. Hier haben wir einen Schleimkopf. Woran erkenne ich das? Wir haben einen eher kräftigen, großen Pilz. Und wir sehen, hier kleben jede Menge Blattreste, Grasreste dran. Also wissen wir, okay, der Pilz hier, der hat eigentlich einen klebrigen Hut.
auch wenn der hier jetzt recht trocken ist. In den letzten Tagen hat es nicht viel geregnet. Außerdem sehen wir auch, dass er hier so einen korlig verdickten Fuß hat. Das ist auch ein zweites Indiz, dass es sich hier um einen Vertreter der Klumpfüße und Schleimköpfe handelt. Also hier haben wir einen Schleimkopf und zwar haben wir hier den gelb gegürtelten Schleimkopf. Hier in dieser Nahaufnahme kann man diesen gelben Gürtel nochmal schön sehen. Der ist wirklich auffällig. Ich finde, der lateinische Name Cortinarius triumphans ist hier wirklich gut gewählt. Ich habe den Pilz jetzt hier durchgeschnitten. Ich habe hier jetzt so eine Chemikalie. Das ist Kalilauge, KOH. Und ihr seht jetzt ganz toll, sobald ich die KOH auf den Hut getröpfelt habe, gibt es hier so eine gelbe Farbreaktion. Also der Pilz wird gelb. Und das ist nochmal ein zusätzliches Bestimmungsmerkmal für diese Art hier. Die KOH-Reaktion ist bei den Schleimköpfen und bei den Klumpfüßen extrem wichtig. Hier diese Art konnte mein Pilzfreund Hans-Werner Krass vor allem durch die braune KOH-Reaktion deutlich besser interpretieren. Dadurch hat er mir hier die Pilzart nennen können. Diese Art hier kannte ich vorher nämlich auch gar nicht. Ihr merkt also, die KOH-Reaktion ist super nützlich, super hilfreich, wenn man sich intensiver mit den Schleimköpfen, Klumpfüßen auseinandersetzen möchte. Generell erkennt man die Klumpfüße, Schleimköpfe vor allem an ihrem schleimigen Hut. Nur der Hut ist schleimig, nicht der Stiel. Meistens sind es relativ große und auffällige Pilze. Natürlich wie alle Gattungsmitglieder mit rostbraunem Sporenpulver und angewachsenen Lamellen und einem Schleier. Die Klumpfüße unterscheiden sich von den Schleimköpfen durch ihre gerandete Knolle, also sie haben deutlich verdickten Fuß. Früher hat man die Schleimköpfe und die Klumpfüße sehr streng voneinander getrennt. Man hat dann mit der Zeit erkannt, was man sich da leider nicht so einfach machen kann und dass es da auch einige Übergänge gibt. Ich persönlich finde bei mir die Klumpfüße etwas seltener als die Schleimköpfe, aber nichtsdestotrotz sind beide Gruppen echt sehr interessant anzusehen. Du wirst gleich sehen, dass es dort nämlich auch viel mehr Speisepilze gibt als in allen anderen Schleierlings. Wenn du einen Schleierling hast, bei dem sowohl der Hut als auch der Stiel schleimig ist, dann hast du einen Schleimfuß gefunden. Die können manchmal größer sein, manchmal kleiner. Die Schleimfüße sind auch relativ schwierig zu bestimmen. Ich persönlich habe die bisher auch noch nicht so oft gefunden. Deswegen habe ich hier auch noch zwei Bilder aus Wikipedia drin. Die Hautköpfe sind eher kleinere, zierlichere Schleierlinge, deren Hut und Stiel trocken ist. Die meistens sehr schöne und sehr auffällige Lamellen haben. Du siehst hier den blutblättrigen Hautkopf mit seinen wunderschönen roten Lamellen. Die Hautköpfe sind für das Färben besonders interessant, denn man kann mit Pilzen auch Wolle oder Seide färben. Und die Hautköpfe bringen hier sehr schöne warme Farben hervor, wie zum Beispiel Rot, Orange oder Gelb. Ich habe bei meinem letzten Färbversuch allerdings nur ganz wenige Hautköpfe zur Verfügung gehabt und deswegen kam bei mir nur so ein rosa Ton raus. Rosa mag ich gar nicht. Die Rauköpfe haben ebenfalls einen trockenen Hut und einen trockenen Stiel. Ich muss ehrlich zugeben, bei den Rauköpfen komme ich auch so langsam an meine Grenzen. Rauköpfe sind echt schwierig zu erkennen. Meistens sehen sie so ähnlich aus wie Hautköpfe, aber die Hautköpfe haben Farbstoffe, die in Alkohol löslich sind, während die Farbstoffe der Rauköpfe nicht in Alkohol löslich sind. So kann man sich bei diesen beiden Gruppen nochmal behelfen. Aber generell, Rauköpfe sind echt schwierig zu erkennen und auch schwierig zu bestimmen. Bei den Rauköpfen müsst ihr euch merken, dass hier zwei ganz gefährliche Pilze wichtig sind, nämlich der orangefuchsige Raukopf und der spitzgebuckelte Raukopf. Der orangefuchsige Raukopf wächst eher in wärmebegünstigten Laubwäldern, während der spitzgebuckelte Raukopf eher in sauren Fichtenwäldern zu Hause ist. Ich persönlich habe den bisher nur einmal auf einem Pilzkurs im Schwarzwald gesehen. Den orangefuchsigen Raukopf, den finden ich und meine Pilzfreunde im Saarland und im Südwesten immer mal wieder. Vor allem im Sommer. Von dem spitzgebuckelten Raukopf habe ich leider nur hässliche Bilder, weil ich damals noch keine so gute Kamera hatte. Das hier ist der grünblättrige Raukopf. Den konnte ich nur deshalb von dem grünblättrigen Hautkopf unterscheiden, weil sie sehr unterschiedliche Gerüche haben. Du hast schon gemerkt, die Rauköpfe sind richtig schwierig.
Wir sind jetzt bei den Dickfüßen. Die Dickfüße sind manchmal gut bestimmbar, vor allem wenn sie auffällige Gerüche haben, zum Beispiel nach verbranntem Gummi oder nach Ziegenbock. Leider ist uns das oft nicht vergönnt, dass die Pilze so einen auffälligen Geruch haben. Und bei Dickfüßen mit unauffälligem Geruch, da bin ich eigentlich auch raus. Also Dickfüße haben ebenfalls einen trockenen Stiel und einen trockenen Hut. Aber ansonsten gibt es die in allen möglichen Größen und in allen möglichen Formen. Also ohne Mikroskop kann man da nur eine Handvoll Arten so bestimmen. Und bei den Gürtelfüßen und Wasserköpfen, die werden unter der Gruppe Telamonia zusammengefasst. Das ist ähnlich schwierig. Da kann man auch praktisch ohne Mikroskop fast nichts bestimmen. Meinen ersten Wasserkopf konnte ich dieses Jahr tatsächlich bestimmen, da der relativ auffällig war. Aber auch hier hat mir nochmal die KOH-Reaktion sehr geholfen. Dass die Dickfüße, die Wasserköpfe und die Gürtelfüße so schwer zu bestimmen sind, ist aber nicht wirklich weiter schlimm. In dieser Pilzgruppe gibt es praktisch keine Speisepilze. Deswegen braucht man sich da auch keinen Vorwurf machen, wenn man die einfach mal links liegen lässt. Nach diesem Exkurs in die weite und komplizierte Welt der Schleierlinge widmen wir uns jetzt mal nochmal der leichteren Kost. Jetzt schauen wir uns die essbaren Schleierlinge an. Die Schleiereule ist einer der bekanntesten und auch auffälligsten Schleierlinge, die man so kennt. Das ist ein sehr, sehr großer Pilz, der im Laubwald auf Kalkboden wächst, meistens relativ spät im Jahr. Haltet das Video einfach an und schaut euch die Bestimmungsmerkmale nochmal genauer an. Der nächste ganz klassische Speisepilz bei den Schleierlingen ist der Reifpilz. Der hat seinen Namen daher, dass er mit so einem weißen Reif überzogen ist. Der Pilz ist eher so bräunlich-tonfarben gefärbt und ausschließlich im Nadelwald zu finden. Kleiner Nachteil bei ihm ist, dass er oft madig ist. Durch seinen Ring ist er aber auch gut erkennbar. Der ziegelgelbe Schleimkopf ist ein Pilz, der vor allem typisch für den Schwarzwald ist. Das ist so ein Pilz, den findet man nur im Nadelwald unter Kalkboden, vor allem ab Mittelgebirgslage. Es ist ja schon ein sehr spezieller Standort, den es nicht mehr so häufig gibt. Der ist gut erkennbar an seiner semmelfarbigen Hutfarbe und seinen lange violett bleibenden Lamellen. Ich selbst habe den noch nie gefunden, aber hier auf der Pilzausstellung in Karlsruhe im Jahr 2019 konnte ich ihn einmal fotografieren. Hier konnte ich auch den Anis-Klumpfuß fotografieren. Der wächst an ähnlichen Standorten, aber ist durch seinen intensiven Anisgeruch gut erkennbar. Auch hier kann einem die KOH-Reaktion nochmal helfen, denn sie ist auffällig blutrot. Der letzte essbare Schleierling, den ich euch vorstellen möchte, ist der gelb gegürtelte Schleimkopf, der uns durch große Teile von diesem Video begleitet hat. Den habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gefunden, aber auch wirklich in größeren Mengen. Im Oktober, November konnte ich den wirklich unter einigen Birken hier bei mir in der Gegend finden. Durch diesen speziellen Standort, die auffällige gelbe KOH-Reaktion, den gelben Gürtel am Stiel und die ockerlich-violettlichen Lamellen ist dieser Pilz sehr gut erkennbar. Ich habe ihn dann auch dieses Jahr probiert. Er schmeckt auch ganz gut. Du weißt jetzt, woran du einen Schleierling erkennst und du weißt auch, welche Schleierlingsgruppen es gibt. Du hast gelernt, dass die Klumpfüße und Schleimköpfe mit Hilfe von KOH sich ganz gut bestimmen lassen und dass es da auch einige interessante Speisepilze gibt. Und du hast gelernt, dass es bei den Schleierlingen auch einige tödlich giftige Pilze gibt. Und außerdem weißt du auch, dass du von so Pilzen wie hier, also so Wasserköpfe, Dickfüße und Gürtelfüße, dass die ziemlich schwierig zu bestimmen sind. Ich finde es gut, dass du dich an die Schleierlinge mal herangetastet hast. Und das ist auch das, wie du dieses Video verstehen sollst. Ich möchte dir hier nicht nur einen Freifahrtschein ausstellen, dass du jetzt denkst, oh, du kennst dich jetzt super mit Schleierlingen aus. Die Schleierlinge sind wirklich nicht ohne. Wenn du Schleierlinge als Speisepilze sammeln möchtest, dann solltest du dich schon ziemlich gut auskennen. Aber was nicht heute ist, kann ja noch werden. Falls dir die Schleierlinge auch so gut gefallen wie mir, dann bleib einfach mal offen für diese Gruppe. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt auch gemerkt, oh, Schleierlinge, das ist nichts für mich, da lasse ich mal schön die Finger von weg. Dann ist das für mich auch okay. Bitte bedenkt bei den Klumpfüßen auch, dass der leuchtend gelbe und der schön gelbe Klumpfuß, dass die auch sehr gefährlich sind. Ihr braucht auf jeden Fall ein gutes Bestimmungsbuch, wenn ihr euch mit den Schleierlingen näher auseinandersetzen wollt. Zu guten Bestimmungsbüchern habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das findest du hier in der Ecke. In diesem Sinne danke ich dir für dein Interesse an den Schleierlingen und ich wünsche euch auch eine schöne, besinnliche Stadt.
Startzeit in den Advent. Im Winter werde ich mich nochmal mit einem Winterpilz-Video melden und ich freue mich, dich hier auf meinem Kanal bald wieder zu sehen.